Ihr wollt wissen, wie ich an die Geschenke rankomme? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ein paar Sachen haben wir vor. Erstens, es ist wieder Fixmas. Diesmal werde ich auch versuchen, ein bisschen weiterzukommen dabei. Das ist also eine Sache, die wir vorhaben. Dann möchte ich den Beton, den wir hier gerade hier bauen, erstmal wegschreddern, weil ich habe hier oben noch nicht genug Schredder stehen. Einfach damit hier die Produktion halbwegs vernünftig läuft. Ich weiß, dass der Schrott geht auch weg. Den müssen wir noch irgendwie umbasteln. Dafür brauchen wir aber noch... Moment. Quatsch. Alu. Aluminiumbarren. Und für die brauchen wir dummerweise mehr Quarzsand, als wir hier selbst produzieren. So, aber wir kriegen halt welchen, indem wir Quarz umwandeln. Und das heißt, wir müssen noch Quarz suchen. Hinter der Kohle irgendwo ist welches, aber da ist quasi ein ganzes Biom dazwischen. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Vielleicht nochmal eine extra Bahn oder so. Schauen wir mal. Das ist aber quasi ein bisschen zweitrangig, weil ich möchte halt Fixmas machen. Deswegen fangen wir doch erstmal an. Ich brauche einen riesigen Weihnachtsbaum. Erstmal brauche ich kleine Weihnachtsbäume, damit die mir Geschenke produzieren. So. Wir haben gesagt, wir brauchen einen... Nein, Schredder. Fangen wir doch mit dem an. Wie setzen wir den denn hier hin? Weil das sieht ein bisschen eng aus. Machen wir anders. Du bekommst... Sag mal... Nochmal ein schönes Betonfundament. So ein 3x3er hier, genau. Da packen wir dich drauf. Da. Drehen dich so, dass du genau da hingehst. Und dann springen wir mal darüber. Und schließen den Spaß diesmal oberirdisch an. Das heißt, da raus, da rein. Und dann kommen hier so ein paar Dinger drauf. Einmal ein Fusionator hier. Den können wir ja relativ weit da hinten dran setzen, genau. Und dann ziehen wir von dort. Ein Förderband bis hier hinten. Daran und hier auf der Höhe kommt auch noch mal ein Fusionator hin. Na, wo bist du? So. Wunderbar. Das ist schon mal da dran. Das heißt, der Kram kann da raus und da nicht dran, weil das immer noch ein Einsatzmast ist. Machen wir ein Zweier draus. Okay. Ziel 1 geschafft. Das hier läuft munter weiter. Wir produzieren Beton. Kriegen relativ wenig Wasser. Warum kriegen wir so wenig Wasser? Warum stecken wir fest? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Du bekommst genug Wasser, ist aber egal. So. Weil du zu wenig Kohle bekommst. Okay, das bedeutet auch, wir müssen sowieso in Richtung Kohle. Das ist doch super. Dann können wir gucken, ob wir da hinten die Quarzquellen schon mal erschließen können. Oder zumindest in der Richtung nach Hause kommen. Und dann könnten wir anfangen, uns um Fixmas zu kümmern. Wie laufe ich jetzt am besten dahin?
Ich habe natürlich hier praktischerweise nichts hingebaut. Na komm. Hier hoch. Hier rüber. Wir müssen ja irgendwie da nach oben. Wie sieht denn das hier aus? Von hier aus komme ich doch bestimmt. Oh, ganz knapp hier so drauf. Wahrscheinlich ist mein Problem. Wobei, nee, es kommt weniger auf diesem langsamen Band an. Oder ist das schon wieder ein schnelles? Was habe ich denn da für ein Band hingesetzt? Das ist doch mal vollkommen falsch hier. Dann machen wir uns jetzt aber relativ einfach hier. Ich muss da hoch. Am Rand entlang, genau. Das hätte aber auch böse enden können, was ich hier mache. So, dahin. Dahin. Okay, das läuft. Dann sagen wir der Kohle einmal. Okay, das fehlt nur noch da hinten der Lift. Das ist halb so wild. So, keine Ahnung, warum es so ruckelt. Ich spiele nämlich nicht mehr auf dem Server. Okay. Mach komische Dinge hier. So, ich dürfte auch noch genug von den Schnecken dabei haben, um die hier reinzuschmeißen, damit ich auch definitiv immer genug Kohle da hinten habe. Guck mal. Bam. Volle Kanne. Warum habe ich eigentlich noch nicht ein Paket fliegen sehen oder rumliegen sehen? Da oben ist eine Schnecke. Okay. Da drüben ist das. So. Gib ihm. Die werden wir, glaube ich, nicht brauchen, die 300 Teile pro Minute, aber egal. So, den lieber. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten wir ungefähr genau in die Richtung irgendwo Quarz haben. Das ist auch schön. In die Richtung. In diese Richtung. Genau. Naja. Falsch. Da ist Quarz. Ich tippe mal da so lang. Okay. Scheinbar tippe ich. Wow. Ah, okay. So ganz schlecht war es nicht. MAM-Forschung ist abgeschlossen. Hallo. MAM. Turbo-Mischtreibstoff. Da wollte ich sowieso hin. Weil dafür braucht man Petrolkoks, Schwefel. Schwefel haben wir ja erschlossen. Wir brauchen Treibstoff. Da haben wir noch das Problem, dass uns der verdünnte Treibstoff fehlt. Bringt uns das hier irgendwas? Verdichteter Stahlbarren? Nein. Verdichtete Kohle, genau. Nö. Das Zeug wollte ich haben. Da wollen wir hin. Das gefällt mir. So, eine weitere Festplatte habe ich gerade nicht. Sonst demnächst mal angucken, dass wir die nächsten kriegen. So, ich sehe immer noch keine Geschenke hier rumfliegen. Ich habe auch nichts im Inventar, oder? Okay. Also wir hatten 900 Knackmeter in die Richtung. Da ist unser... Was sagt denn die Karte? Also, hier dürfte das Zeug liegen. Das ist ja gar nicht so ein doofer Weg, ne? Also hier hin und dann kann man hier runter. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück. Gucken wir mal, was wir hier finden.
hätte natürlich auch schon mal Strom mitnehmen können, aber das sind halt kleine, aber feine Details. So. Oh, da vorne ist wieder Gas. Gas und Viecher ist es. Die Kombination gefällt mir eigentlich gar nicht. Quatsch. Okay, die Kombination gefällt mir insofern nicht, dass ich sowieso... Hier riecht ich ab. Wie sieht denn das aus? Kann ich das Gas hier irgendwo umgehen? Reg dich ab, ich bin doch schon wieder... Also wirklich gut kann ich das nicht umgehen. Holy crap, schnell weg hier. Oh, da ist eine Festplatte. Hi. Oh, hi. Ach ja. So. Ihr beide seid schon mal weg. Na endlich. So, ich habe Kühlkörper gekriegt. Schön. Ich habe Schrauben gefunden. Auch okay. Was brauchst du? Echt jetzt? Was ist das da hinten? Ist das auch einer? Nee, das ist nur eine Schnecke, okay. Das gefällt mir ja mal so gar nicht. Architektur. Große Betonsäule. Große Betonsäule sieht man. Submodus oder Standard? Nein, Submodus. Wupp. Schön in die Höhe das Ding. Nee, nicht da dran, da drauf. So. Das sehe ich hoffentlich aus der Ferne. Das heißt, da zwei Oszillatoren. Hey, müssen ja ausgerechnet Oszillatoren sein. Hier liegen noch keine rum, ne? Nee, toll. Verstärkte Platten, ich meine auch gut, aber Motoren. Da ist das. Das ist übrigens etwas, was ich immer ganz toll finde, wenn die Sachen einfach so daneben liegen. Strom easy, aber diese Oszillatoren, das ist halt immer doof. Die hat man doch nicht dabei. So, wohin kommen wir denn hier? Da ist ein Geschenk und hier ist sehr wüst. Guck mal, müsste die Richtung sein. Käffchen. Okay. Als erstes mal holen wir uns das Geschenk. Ich korrigiere, wir holen uns die Geschenke. Wir haben hier Stickstoff. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Stickstoff rein. Ist das euer fucking Ernst? Muss mal kurz was essen. Ach, da hinten fliegt auch eins. Danke. Hier ist das Problem. Ich würde gerne die nacheinander wegmachen. Mir ist auch fast die Reihenfolge egal. Hauptsache, ich muss mich nicht mit dreien auf einmal rumschlagen, weil das überlebe ich nicht. Nee. Wir holen uns jetzt dieses eine Geschenk erstmal. Bei der Otto da, den könnte ich vielleicht noch alleine weglocken. Komm her. Komm. Danke. Komm. Oh, festbacken ist gut. Festbacken ist gut. Oh. Treffen ist scheiße.
Easy. Den ersten haben wir. Komm her. Du hast mich gesehen, ich hab's gesehen. So, komm her. Ups. Der Treffer sollte nicht unbedingt sein. So. Könnte fast meinen, ich habe irgendwas dazugelernt. Oh, ey, ihr meint das aber gut so hier, ey. Gib mal. Gönnung. Auch da hinten liegt noch eins. Oh. Okay, hier ist gerade wirklich richtig Gönnung. Lecko, Fanny. Dann nehme ich doch gerne mit. Tschüss. Okay, da ist noch... sind noch zwei. Okay. Ja, der war fast gut. Hier war noch ein Geschenk. Sag mir bitte nicht, du bist ein Großer. Ach, du bist ein Normaler, okay. Ich sehe dich nicht, komm her. Da bist du. So. Oh. Das hättet ihr sehen müssen. Ich bin hier richtig schön auf dem Sitz zusammengezuckt. Holy crap. Ah, ich sehe auch warum. Also nicht, warum ich zusammengezuckt bin. Das ist mir klar. Ich habe mich erschreckt. Aber ich sehe, warum hier so viel los ist. Aber ich muss hier ein Blätter aufheben. Och nö. Ah. So, danke. Geschenk. Da habe ich doch auch schon wieder was. Ich lasse mich gerade ein bisschen ablenken von den Geschenken. So. Wir wollten in die Richtung. Da liegt noch eins. Da oben links ist auch noch eine Festplatte. Gucken, ob ich da dran komme. Weil dann nehme ich die auch mit. So, dich haben wir. So, wenn ich das richtig gesehen habe, war die irgendwie da drüben dran. Oder da drüben? Ach nee, ja, okay. Puff. Die werde ich doch wohl schon haben, oder? Danke. Nehme ich gerne. Sollte ich die schon haben, mache ich da jetzt aber eben eine Platte drauf. Weil ich habe einen Weg dahin. Nur das hat mir jetzt gerade auch nichts gebracht, ne? Aber hier liegt noch Zeug rum. Und zwar gutes Zeug. Eine Menge davon. Okay, hatte ich trotzdem schon. So.
du Shit. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die sind mitten. Ui, Geschenke. Okay. Wir haben den Quarz dort. Vielleicht hole ich auch einfach von da hinten das Zeug. Oder ich transportiere den Schrott jetzt per Zug hier vorne hin und produziere hier meine Alubarren. Also bei uns. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weil da habe ich das Silikat. Ich gehe jetzt erstmal Geschenke sammeln. Yay! Ja, ich glaube, das mache ich so. Muss ich gucken, ob ich genug von dem Zeug rankriege, aber das sollte nicht das Problem sein. Okay, das war das, wo mir die Dinger fehlten. Jo. Jo, dann fangen wir doch jetzt an und bauen uns eine kleine Fixmas-Produktion auf. Weil ehrlich gesagt, ich möchte unbedingt die Schneebälle kriegen. Die Schneebälle sind geil. So, auch noch mehr. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wasser, ja. Und da vorne ist noch eine Schnecke. Und da ist noch ein Bulle. Ja, juhu! Danke, dass du es mir vor die Füße schmeißt. Das ist ja super. So. Okay, 205 haben wir schon. Da drüben sind auch noch welche. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Gucken, dass wir irgendwie diesen Bullen kaputt kriegen. Hallöchen. Ach, musst du eigentlich alles mitkriegen. Komm her. Ey, ich war hoch genug. Ich war immer noch hoch genug. Ui. Nennen wir es unentschieden, okay? So. Da ist Schwefel. Da ist Kupfer. Da ist ein Viech. Wunderbar. Was wir hier nicht alles haben. Geschenke. So, weil ich ja beim letzten Mal Fixmas nicht so richtig ernst genommen habe und gemacht habe. Oh, noch mehr Geschenke. Versuche ich mein Glück halt jetzt nochmal richtig. So, die Richtung ist eigentlich ganz gut. Gehen wir hier mal an diesem kleinen Teich vorbei. Und halten uns da. Für den Klumpen da. Mann, lass mich doch in Ruhe hier. Ich bin doch nur am Wandern. So. Beere. Dann gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht könnte man eine separate Bahnstrecke hier langlegen. Das sieht nämlich ganz gut aus. Die Richtung ist ganz okay. Wo sind wir hier eigentlich? Da sind wir, okay. Gehen wir doch mal hier lang. Da waren wir also auch schon irgendwo so ein bisschen mal, irgendwann. Ja, komm, schieß schon.
Gib her. So, was auch immer du hier bewacht hast. Ah, okay, das ist der Weg hier unten in das Stehen. Oh, hi. Ich habe keine Ahnung, wie und wo und wann und warum ich dich übersehen habe. Ist denn hier irgendwas? Das ist ja langweilig. Hier schon wieder? Sag mal. Was ist denn hier? Also, wenn hier oben jetzt nicht mindestens eine Schnecke drauf ist. Okay. What the hell? Wofür rennt ihr hier rum? Im Dreierpack. Da hinten ist Kupfer, okay. Das ist ja doof. Mir so ein Stress für nichts. Gehen wir mal hier lang. Weil unten durch das Gas habe ich keinen Bock und auch keine Ausrüstung für. Hier haben wir wieder Wasser. Pilze. Pilze sind gut. Pilze nehmen wir. Ist hier irgendwie ein Höhleneingang oder so? Nein. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Danke. Oh, mit dem ganzen Fixmas-Gedöns, mir fällt jetzt erst auf, ist ja schon wieder ein Jahr her. Oh Mann. Komm her, dich nehme ich auch noch mit. Wir haben hier ganz praktisch eine kleine Plattform. Auf der könnte ich eigentlich schon mal anfangen, Fixmas zu bauen. Erstmal müssen wir gucken. Wir brauchen dafür auf jeden Fall einen Mamm. Gucken, ob ein bisschen Forschungsfortschritt hatte ich doch da, oder? Tatsache. Ja, guck mal, das ist doch easy. Also, fangen wir damit an, dass wir... wie war denn das? Moment. Ich kann die Dinger bauen, dafür brauche ich aber das andere. Das muss ich dafür... Dafür muss ich irgendwas dengeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Konstruktoren war.
So, du kannst. Kannst du irgendwas fix machen? Ja, du kannst Zweige machen. Das ist sehr gut. Okay. Dann, was haben wir? Rezept, Fixmas, Zuckerstangen, dafür brauchst du 3 Geschenke und dafür brauchst du 2 Geschenke. Okay. Dann baller ich doch jetzt einfach mal, wir haben 265. 265. Nee, nicht alle. Die 65 würde ich gerne hier reinballern. Wobei ich brauche 100 Zweige, ne? Ja, mach erstmal so. Dann bauen wir direkt noch einen daneben für dann andere Gedöns. So. Warum stehst du jetzt nicht klein? Okay. Einfach nur ein Anzeigefehler. Verstehe. So, du machst mir bitte die Zuckerstangen und du machst mir die Schleifen. Und dafür packen wir mal das rein und dafür packen wir mal... nee. Musst du her? Aus 2 werden eine, aus 3 werden eine. Okay. Dann machen wir... ein wenig Strom. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir Strom herkriegen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das momentan nicht das Problem sein sollte, wenn ich hier bin. Wo haben wir denn eine gute Stromleitung hier? Mhm. Wir haben dort so einen, das heißt, da muss irgendwo Strom liegen. Ach, wir haben doch da vorne auch die Miner. Die Minatoren. Wunderbar. Zack. Und hier vorne sind irgendwo... Komm. Zack. So, wunderbar. Ihr macht da unten schön. Dann haben wir das schon mal. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das haben wir. Okay, wir haben Zuckerstangen, können Zuckerstangenbecher bauen. Wir haben rote und blaue Kugel. Mhm. Was brauchen wir dafür? Der Geschenkebaum. Wo können wir denn die rote Kugel? Rote Fixmas-Kugel. Ein Geschenk, eine Kugel. Im Schmelzofen. Schmelzofen. Ich würde wetten, dass es mit der blauen ähnlich aussieht. Yep. Und hier die blaue bitte. Perfekt. Das haben wir schon mal. Dann schnappen wir uns von dort den ersten. Was brauche ich jetzt für diesen Baum? Nee. Quatsch. Was mache ich denn hier? Fixmas-Geschenkebaum. Der Fixmas-Geschenkebaum ist das falsche Ding, weil der macht gar nicht das, was ich will, oder? Komm. Fixmas.
Doch, der produziert 15 Geschenke pro Minute, wohingegen der Riesige, der produziert erstmal, dafür brauchen wir 102, okay, wir brauchen 102, 50 Geschenke, da wird's knapp, die haben wir nämlich nicht mehr. 20 Goldene, 20, okay, wir müssen noch ein paar Geschenke sammeln. Lass mal Geschenke regnen, Kollege, da oben sind welche, dann gehen wir doch mal dahin. Weil wir müssen definitiv Geschenke kriegen. Mehr Geschenke. Da liegst du auch gut. Das gefällt mir so. Haben wir hier bei uns noch welche rumliegen? Das wäre halt schön. Da oben ist noch was. Oh, da liegt. Oh, hier liegen noch welche. Sehr gut. Dann können wir auch gleich mal eben da oben gucken. Da müssten wir ja jetzt einen Adventskalender haben. Da liegt auch noch eins. Sehr schön. Die Droprate von den Dingern muss dringend erhöht werden. Viel zu wenige davon. Oh, da oben liegt auch was. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Also das Schöne ist ja, dass er den Fortschritt vom letzten Mal gespeichert hat. Das ist wirklich, wirklich gut. Ah, da hinten kommt auch was. So. Da kommt auch wieder eins runter. Aber wir gehen jetzt erstmal nach oben. Da raus. Da rein, genau. Oh, das ist super. Wenn die schön nah sind, das mag ich. Also wie ihr seht, im Moment ist das ein kleines Nebenprojekt unserer Alu, weil erstmal möchte ich fix was machen. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Aber ich muss ja auch irgendwas reden hier. So, hallo. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Habe ich nicht. Gut. Oh, ein neues Bild. Ich bin mir ziemlich sicher. Ah, ich sehe Nummern. So langsam sehe ich Nummern. 7, 12, 14, 20, 18, 16, 15, 22, 9. 3. Zehn. 24, 21, 19. 8. 4. 17. 13. Ich finde allen möglichen Kram, nur nicht das, nur nicht die 1. 23. Die ist gemein. Elf. Ich bin echt so blöd, die 1 zu finden. Gehen wir einfach mal so Quadrant pro Quadrant ab. Ne? Oder nein, eigentlich Reihe pro Reihe. Aber da haben wir wieder die 11.
Ihr packt euch wahrscheinlich jetzt an den Kopf. Oh, Alter. Oh, guck mal, ich habe die zwei gefunden. Wunderbar. Alter, das ist doch ganz einfach. Ist doch vorne. Eine 6, okay. Aber ich bin gerade echt so blind. Aus irgendeinem Grund hätte ich sie hier so erwartet. Aber wahrscheinlich ist die jetzt gleich auch genau da. Und ihr packt euch alle so richtig an den Kopf. 25. Ich bin zu blöd, die 1 zu finden. Also, wir sind uns einig, hier oben ist sie nicht. Hier sehe ich auch nichts. Da sehe ich nichts. Da sehe ich eine 11. Also hier. Da ist eine 17. Da sehe ich nichts. Da sehe ich auch nichts. Da ist eine 13. Da ist eine 5. Also schön, ich sehe immer mehr, aber nicht das, was ich suche. Da ist auch nichts. Da ist eine 4 und eine 2 und eine 15. Eine 22, eine 9. Hier ist nichts. Eine 10. 18, 16, 21, 24, 19, 1. Lexo mio doch. Eieiei. Auf den, es lag ihm auf der Zunge. Wunderbar. Immerhin. Den Gog konnte ich bringen. Genau, den Gag konnte ich bringen. So, was ist jetzt die clevere Variante? Ich glaube, ich renne darüber. Oh ja, definitiv. Definitiv. Die Richtung. Da hoch, da lang, dahin. Hinten rüber. Das Geschenk holen und dann noch wieder unten hin. So. Ich könnte mal weiteres Kupfer verwenden, um mehr Kabel zu machen, beziehungsweise Draht. Also, hier haben wir ja unser wunderbares Zeug. Was so richtig gut ist, dass wir das haben. Ah, okay, so hatte ich das gelöst. Weil das brauchen wir noch für die weitere Verarbeitung. Nachher von dem Alu. Ich glaube, ich hole mir den das Zeug per Zug hier rüber, oder? Ich weiß halt nie, ob ein Förderband sinniger ist oder ein Zug. Wobei Förderband auf die Distanz. Ja, ich habe das kontinuierlicher und nicht irgendwie, dass ich hoffen muss, dass der Zug rechtzeitig da ist. So. Hier lang. Weiter geht's. Andererseits, Förderband auf die Distanz. Uiuiui. So, jetzt habe ich gesagt, will ich da hinten rüber. Ach, guck mal, hier liegt sogar noch eins rum. Wunderbärchen. Einmal hier dran vorbei. Da
Da unten ist gerade noch mal eins runtergekommen. Wunderschön. Das gefällt mir. Da hinten ist ein Geschenk. Da ist ein Geschenk. Sag mal. Hüpf und da hoch. Och, da. Ich dachte gerade, das wäre eine Schnecke. Echt jetzt? Oh, da sind noch direkt wieder zwei. Here's a present. It's iron bars. Bitte. Dankeschön, aber was? Warum? Okay, runter da. Zack, Geschenk. Da hoch. Unter dieser Plattform können keine Präsente liegen, weil die kommen oben drauf. Aber hier war eins. Danke. Da hinten ist eins. Hier war noch irgendwo eins. Oder? Bin ich jetzt doof? Bitte spart euch die Antwort, ja? Danke. Da sind noch welche. So, wo sind wir denn? 365, das ist doch schon mal ganz gut. Dann einmal hier runter. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen ja irgendwas. Kugel. Die Kupferkugel. Ach, für die Kupferkugel brauchen wir Kupfer. Macht irgendwie Sinn. Kupferbarren, wo hole ich mir? Gut, die kann ich mir da oben wegholen, das ist gut. Für die Weißen brauche ich Eisen. Die Eisenbarren kann ich mir auch da hinten wegholen. Okay, das könnten wir also alles da drüben machen und wir brauchen blaue und rote Kugeln. Erstmal brauchen wir 20 Stück von diesen hier, dafür brauchen wir zwei rote. Okay, also brauchen wir 40 rote und wir brauchen 60 blaue. So. Rote. 40. Okay, wir brauchen mehr. Boah, rein da. Und von dir brauchen wir. Ich habe gesagt, blau brauche ich 60, ne? Das ist ja optimal, das haben wir schon mal. Das heißt, das lassen wir erstmal laufen. Ja, aber wir könnten hier schon mal einen Fabrikator hinsetzen, für den uns das Kupfer, der Kupferdraht fehlt. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir latschen da vorne hin. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, das könnte knapp noch klappen. Also hier können wir uns Kupfer wegholen, indem wir einmal eben einen da einen kleinen Lagercontainer hier hinsetzen. Und ihn mit Kupfer füllen.
So, das ist doch schon mal ganz gut. Da haben wir auf jeden Fall gleich das Kupfer. Moment. Hä? Echt jetzt? Ich hätte jeden nehmen können, nur nicht den untersten. Also habe ich den untersten genommen. Okay. Ja, das ist ja Gott sei Dank ein Easy-Fix. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das heißt aber, das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das denke. Also machen wir es direkt so. Okay, das läuft durchgehend. Ich behaupte mal, das passt so. So, okay. Kupfer haben wir gleich genug. Wo gehen wir denn am besten hoch? Ach ja, wir haben ja davon unsere Leiter. Ups. Mal so ein bisschen hier die Vorräte an Beeren auffüllen. Eisenbarren klaue ich mir gleich da vorne. Oh, da ist auch noch ein Geschenk. Ich bin auch ein bisschen blöd, aber ansonsten geht's. Ne? Glaube ich mir gleich da vorne, habe ich gesagt. Ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und die erstmal so wegsammeln. Die gehen schön durch. Aber ich könnte einfach da reingehen. So. Dafür haben wir unser Türmchen hier. Einmal hier rein. Okay, das ist natürlich eine Ebene, die komplett einfach so funktioniert. Oh shit. Mein ganzes Treppenhaus ist am Sack. Verstehe. Muss ich also auch nochmal neu machen. Falsche Höhe. Wie weit haben wir noch? Okay, einen noch. Hier läuft's auch. Okay. Das ist zu hoch, das weiß ich. Dann gehen wir mal weiter. Däh. Ich will doch nur ein bisschen Eisen haben. Einmal raus. Okay, jetzt mal im Ernst. Wie habe ich das gebaut, dass das alles so funktioniert? Das kann nicht sein. Weil
Die Etage da oben ist gar nicht angeschlossen. Okay, die bringt hier was raus für da hinten. Ach, und die schreddert direkt. Ich deppern. Ja, gut. Dann einmal nach ganz oben. Wunderbar. Da war die Tür. Na, geht doch. Alles, was ich wollte, waren hier 100 von. Mann. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Gehen hier oben drauf. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Ein Daumen wäre großartig. Und einen Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.